Willkommen! Genau das! Bei Overlord, wo wir jetzt wieder zu die Glitzermine reingehen und das Gold von die Liebe oder nicht so Liebe frische, fette Zwerge holen. So, jell. So, ist die fette Schnecke wieder zurück? Nein. Zum Glück. So. Jetzt mal wieder ein DRB dabei beschwören. Oh, ich glaube, ein Überleber noch von denen. Das ist suboptimal, wie das aussieht. So, da war für uns geöffnet, jawohl. Danke, Jolt, der Kräutermeister. Der Meister freut sich immer auf Gold. Nein, böse Zwerge. Weg mit dem Rocket. Ob die uns fressen und Sprengfeinde benutzen? Cheater. Ausrüstung nehmen. Hier gibt es Schnecken. Oh, so ein Schnecke da. Komm, nübbeln es. Fiese Viecher. Nein, aber da kommt so viel schönes Geld hier beieinander. Da freut sich doch ein Overlord. Da ja, hat so eine Schneckenhalm. Wie schön. Das machen wir noch nicht aufhören. Wir hören wir jetzt Gold. Du lassst das Tor so lange dicht von, vor den Zwergen. Das wäre unnötig, wenn er aufgemacht hat. Ich will erstmal sehen, dass die ganze Karre mit Gold ankommt. Ich dachte schon, ihr wollt in die Mine da wandern. Na, da sind auch Zwerge, die auf uns warten. Erstmal unser Jelfi reinarbeiten hier. Gute Jolt. Gebe ich auch gerne einen Begleitschutz hier für so einen schönen Karren. Mit so viel Gold drin, dass man sich nur träumen kann. Also, da drüben steht nicht wirklich. Schicke Rüstung. Sehr schicke Rüstung. Jawohl, Gold ist angekommen. So, 2 von 4 Goldgarren geschnappt. Da habe ich wieder gute Finanzen. Kann ich mal eine bessere Waffe anlegen jetzt.
So, Schritt, Schrapp, Schritt, Schratt, wir gehen tiefer rein. Gehen mal erstmal in den Gang hier. Was war denn überfallen? Na ja. Dachte besser, als er, dass er meine Schärfe besiegen konnte. So. Da ist ein Zwerg. Oh, da war mal ein Zwerg. Guck mal an. Noch ein Schatzkarren. Gibt's eine Grube, gute Grube. Gott, wer hat? Nimm dir die Spitzhacke. Ah, da kommt unser Transport. Unser Goldtransport. Da kommt es. Ich habe ein Gefühl, dass der der Schergen hier seine Pickelaube ein bisschen falsch auf hat. Da haben wir einen Rückgestart auf dem Kopf. Ich sehe noch hier schön viele Goldadern hier, recht im Berge, das sieht auch schön glinstert, oder? Aber erstmal das, was schon raffiniert ist. Rausfall. Jawohl, so sehe ich doch hier an die Kasse. So, da müssen wir eine einmal dahinter das eine Tor gehen. Jetzt würde ich sagen, jetzt können wir es auch ganz sicher öffnen. Und noch mehr Gold. Angreif! Auf die Zwerge mit euch! Zerstört ja alles, was sie aufgebaut haben. Hat es denen zu spüren, als ob das ja Moria wäre. Ah, hier sind Rote, ne? Komm her, wie spät. Hier, Zwerg, Zwerg. Weg du mit deinem Schwert. Sprengel. Und da mal Angriff. Alles zertrümmern, was ihr sieht. Helft uns. Helft uns. Das Gold könnt ihr liebend gern haben. Das nehme ich doch gern. Tötet die Tiere und befreit uns. Ja, kein Problem, Mario. Also hier die Schnecken im Weg versperren. Thank you.
eine der großen nicht mal platt. Aber hier offen brechen. Hier irgendwo noch Schergenspawner haben. Weil ich will mich dafür mal die Grünen holen für die Schlangen. Ja, wir waren hier irgendwo mit Egg. Ja, dann war das hier. Genau. Die sind ja gut im Rücken reinstechen. Damit machen wir die Schnecke sicher schnell platt. So, die zweite Schnecke wird jetzt zerstochen. Bis da nur noch Schleim aus diesem Löcher kommt. Jawohl, das geht doch viel schneller so. Ah. Jawohl, einmal schön abgelenkt und nochmal, es hat noch viel Platz. So, und da werden die Elfen auch mal losgelassen. Seid gepriesen! Wir müssen die anderen... Jeder mag Gold, Herr, aber dieser König Goldo scheint davon besessen zu sein. Hier gibt es nichts zu kaufen. Ich frage mich, was er wohl damit macht. Och denn. Da wird hier auch ein Drachen dabei bekommen. Als Strafe. Hat er auch so ein schönes Königreich unter dem Berg. Und auch ein Drache, der sich dann alles hier rein ihm abnimmt. Oh, das wäre ein Paradox. Oder Zufall eher. Ja. Aber jetzt wird das mal was Vernünftiges finanziert hier. Das Gold. Die Mätresse ist jetzt. Ach, nicht schon wieder. Fortsetzen. Ah, wenn eine Mausball aus dem Bildschirm ist, ne, da geht er direkt überall hin. Seid gegrüßt! Jetzt muss ich mal hin, weil. So. Ich muss so dafür sorgen, dass ich ungefähr weiß, wie lange jetzt. Vernichter des fehlgeleiteten Fürsten! Aufnahme geht. Aber erst einmal investieren im Turm. Nicht überzeugt genug. Na, gucke mal. Ich hatte gehofft. Die Grünen waren. Was ist denn jawohl? Ausgezeichnete Wahl, mein Schatz. So. Ihr dunkler, romantischer Narr.
So, und der Bench auch wieder auf. Fräulein Vanessa erwartet eure Anwesenheit in euren Privatgemächern, Herr. Meister? Meister braucht mal Privatzeit. Lass mich mal! Nicht drängeln! Da seid ihr ja, mein Schatz. Zuerst einmal müssen wir euch aus dieser schweren Rüstung befreien. Hübsch! Oh, Herr! Wow! Da zittert der ganze Turm. Nun, das kam überraschend. Ihr hättet mich vorwarnen sollen, Meister. Oh, der ist ja entzückt, oh je.